Der SC Freiburg 2 überrascht mit einem bekannten Gesicht gegen Würzburg. Nils Petersen ist nach seiner Knieverletzung wieder in der Startelf. Die ersten 15 Minuten bieten nur wenig Highlights. Würzburg mit der ersten Ecke auf Niklas Hoffmann. Das erste Lebenszeichen der Würzburger. Aber letztlich auch überhaupt kein Problem für Freiburgs Keeper Artur Bolo. Kurz später wieder ein Standard. Das ist David Kopasch. Der Ball wird nach draußen gefaustet und das ist Atmaka aus circa 18 Metern. Freiburg 2 spielt trotzdem wie Würzburg in der Anfangsphase viel zu statisch. Es fehlt die Bewegung, die Ideen, um aus dem Spiel heraus Chancen zu kreieren. Dann Freiburg, aber dann doch mit der ersten richtigen Offensivaktion. Da ist er. Nils Petersen schießt in die Mitte zu Burkhardt. Der legt ab auf Kehrer. Kehrer! Kein Durchkommen, aber für Freiburg. Und wenn schon sein Nils auf dem Platz steht, dann schaut er auch selber zu. Christian Streich, schön ist es aber ehrlich gesagt nicht anzusehen. Kurz vor der Pause, Freiburg nochmal im Vormarsch. Kombiniert sich hier durch. Und dann ist da Nishan Burkhardt. Ganz ehrlich, warum auch nicht aus 22 Metern die bisher beste Chance des Spiels vom 21-Jährigen. Und dann ist Halbzeit 0-0. Nicht ganz das, was man sich im Dreisamstadion gewünscht hat. Egal, Trikot richten, munter putzen, weitermachen. Freiburg und Würzburg starten aber beide doch wieder so rein, wie sie aufgehört haben, sehr verhalten. Das ist Weishaupt. Wohin? Wohin damit? Zu niemanden. Lieber durchtanzen. Aber das Ergebnis davon, naja. Aber danach wird es besser. Besonders bei Freiburg. Die Breisgauer mehr bei der Sache, laufen mehr, probieren mehr. Der Ball vor dem Würzburger Strafraum und vor Nils Petersen in der 61. Minute. Das hätte das 1:0 sein können. Kehl flutscht hier der Ball gleich eher etwas unbeholfen durch und Nils Petersen zieht ab und kurz danach wird er ausgewechselt. Was macht denn eigentlich Würzburg? Gute Frage. Nach vielen Minuten werden die Kickers mal wieder gefährlich und Freiburg muss jetzt aufpassen. Freiburg muss aufpassen, sonst ist das hier ganz schnell vorbei. Beinahe das 0:1. Lungwitz auf Kopacz, der nimmt den schön mit der Brust an und trifft ihn fast perfekt, aber eben nur fast. Glück für Freiburg. Die Schlussphase, nur noch eine Minute regulär zu spielen. Kopacz macht nochmal den Turbo an, allein gegen drei Freiburger, zieht ab, Außennetz. Und das macht ihm absolut keinen Spaß. Wenige Sekunden später, jetzt heißt es alles oder nichts. Nochmal eine Chance für Freiburg, nochmal eine Chance für Freiburg und das 1:0 von Julius Taurianen. Der 20-jährige Finne trifft in der 90. Minute. Wunderbar kombiniert von den Freiburgern und dann bekommt Taurianen den Ball auch genau so hingelegt, wie er ihn braucht. Die Nachspielzeit, nochmal Ecke Würzburg. Es sind die letzten Sekunden des Spiels und da ist Strodig allein vom Tor. Artur Bolu hält aus 4 Metern und das Spiel ist aus. Noah Artur Bolu, die Mauer im Freiburger Tor, sichert die 3 Punkte. Was für eine Schlussphase. Und Freiburg gewinnt am Ende 1:0 gegen Würzburg. Verdient, wenn man die Laufbereitschaft und auch die Chancen unterm Strich sieht, dann geht dieses Ergebnis so völlig in Ordnung.